Dort haben Studenten die Möglichkeit, sich Anrechnungen aus beruflicher Qualifikation, oder wir können dort Anrechnungen aus beruflichen Qualifikationen vornehmen. Und somit verkürzt sich die Studienzeit des Studiums, was normalerweise über 8 oder 9 Semester geht. Und da haben wir eine Kooperation mit der VHS Duisburg hier gefunden. Und da war es uns ganz wichtig, dass wir das hier in Duisburg auch vorantreiben und hier eine Kooperation schließen. Speziell zu den Export-Business-Kursen. Wir als Volkshochschule sehen eine solche Kooperation und Zusammenarbeit durchaus schon auch im Zusammenhang mit der in Duisburg sich entwickelnden Bildungslandschaft, mit den regionalen Bildungsnetzwerken, die ja etwas damit zu tun haben, Bildung in Duisburg so zu organisieren, dass sie anschlussfähig ist, dass sie in der Lage ist, wie man so schön sagt, von der Wiege bis zur Bahre Angebote so zu organisieren, dass ein möglichst geradliniger Bildungsverlauf für Menschen möglich ist. Expert Business ist dafür hervorragend geeignet, dass wir diese Transparenz und Durchlässigkeit herstellen können, dass wir in der Lage sind, mit dem, was Menschen bei uns erlernen, auch zu punkten, wenn sie weitermachen. Also diese Möglichkeit zu schaffen, und insofern glaube ich, sind wir da gerade mit der FOM auf einem guten Weg. Es ist für uns deshalb besonders gut, dass das jetzt auch in Duisburg passiert. Das Schöne ist, dass wir ja insgesamt ein modulares System anbieten können. Und das jetzt auch dann noch mit der Möglichkeit eines Hochschulabschlusses. Ich habe einfach mal, damit man nochmal sieht, auch diese Vielfältigkeit, die dahinter steht, diese Übersicht mitgebracht. Bei uns haben immerhin auch pro Jahr ca. 150 Bürger hier aus Duisburg und auch aus der Umgebung, muss man sagen, hauptsächlich an den Finanzbuchführungs- und Lohnhaltungskursen teil. Angefangen wirklich von Grundlagen, weitergehend mit Vertiefungen, mit natürlich aktueller EDV, Übersetzung muss man ja sagen, ist ja nur das Hilfsmittel EDV, man muss erstmal die ganze Theorie auch erlernen. Und das Ganze kann man bei uns fortführen durch spezielle Kurse wie Bilanzierung, Finanzwirtschaft und Kosten- und Leistungsrechnung mit bundesweit anerkannten Abschlüssen. Diejenigen, die zu uns kommen, haben ganz unterschiedliche Motivationen. Wir haben Arbeitssuchende, die versuchen, durch spezielle Kenntnisse dann auch so sich besser bewerben zu können, schneller in den Arbeitsmarkt zu kommen, die freiwillig bei uns teilnehmen. Wir haben Leute, die sind im Beruf und möchten gerne auch in der Karriere weiterarbeiten oder möchten sich beruflich neu orientieren. Und das ist eben das Schöne, dass wir jetzt nicht nur innerhalb der Volkshochschulen dieses System anerkannt haben, bundesweit, sondern dass wir immer mehr Kammern und jetzt auch bundesweit mit der FOM Kooperationspartner haben, dass man bestimmte Abschlüsse so anerkannt bekommt, dass man die dann gar nicht mehr studieren muss. Das heißt also, das zeigt auch, auf welch qualitativ hohem Niveau Volkshochschule in der beruflichen Bildung stattfinden. Ja, und sofern man dann eben bei uns den Abschluss erworben hat, kann man, wenn man möchte, weitermachen. Ja, genau, nach den Lehrgängen der VHS oder auch abgeschlossene IHK-Prüfungslehrgänge hat man die Möglichkeit, an der FOM OBS weiterzumachen, beziehungsweise sich bei den 3 Stufen, die wir anbieten, sich Stufen anrechnen zu lassen. Oder jetzt speziell in unserem Fall Module sich anrechnen zu lassen, um dann Zeit zu sparen und diese Module an der FOM OBS nicht mehr erneut zu machen. Das ist einfach wichtig für uns, weil warum sollen wir den Studenten nicht die Möglichkeit bieten? Sie haben dieses Fachwissen schon erworben durch diese speziellen Lehrgänge an der VHS und dann müssen sie das Ganze nicht noch einmal bei der FOM machen. Im
speziellen Fall hier ist es, dass man zum Beispiel die geprüfte Fachkraft internes Rechnungswesen und Finanzbuchhalter oder Finanz- und Lohnbuchhalter ein daraus, das sich nennt Rechnungswesen, das beinhaltet bei uns 60 Präsenzstunden. Das ist sehr umfangreich und dieses Modul kann zum Beispiel komplett angerechnet werden. Und somit hat man eine Zeitersparnis und vielleicht auch eine Kostenersparnis so aufgebaut, dass man in der ersten Stufe einen Ökonomenstudiengang absolviert und ein Hochschulzertifikat der FM erlangt. In der zweiten Stufe ist es so, dass wir einen Abschluss zum Betriebswirt machen können und ein Hochschulzertifikat ebenfalls von der FOM zum Betriebswirten erlangen und in der dritten Stufe sogar einen staatlichen Abschluss erlangen können, den Bachelor of Arts. Die Kooperation mit der VHS ist hier auf drei weitere Module ausgeprägt, aus den Bereichen Finanzierung und Steuern, was ja auch ein ganz wichtiger Teil dieser Expert-Business-Kurse ist. Und da kann man sich ebenfalls ein Modul Finanzierung und Steuern einrechnen lassen mit 52 Präsenzstunden und das größte Modul mit 120 Präsenzstunden ist das Modul Finanzierung und Steuern sowie Rechnungswesen aus dem Manager Betriebswirtschaft Rechnungswesen. Wir haben die FOM OBS an 19 Studienzentren bundesweit und egal an welchem Studienzentrum man dort Module belegt und auch genauso umzieht, haben Sie auch da die FOM vor Ort an dem neuen Standort, wo Sie hinziehen oder Sie beruflich etwas verändert, so müssen Sie auch nichts neu machen bei uns, sondern genau da können Sie wieder einsteigen.